Herzlich willkommen zurück. Crisis Playthrough mit Mods, Part Nummer 12. Wir befinden uns in einem neuen Level. Wir haben den Extraction Point erreicht im letzten Level. Jetzt geht es also, wie vom General schon angekündigt, zu einem Assault über. Sehe ich auch da oben im Titel. So, dann legen wir mal los, ne? So, this is the famous nanosuit we keep hearing about. Man, I gotta get me one of those. Yeah, like Uncle Sam's gonna spend millions to protect your scrawny ass, Johnson. Hell, you won't be mouthing off when I've got my super suit. I'll go ninja on your ass. Now that I'd like to see. Okay, guys, we're entering a combat zone. A lot of Sam activity down there. I'm gonna circle around and fire countermeasures before we land. The KPA's rumbled us, mate. The bastards are blowing this ridge to smithereens. Keep your head down or you'll lose it. Then why the hell are we landing here? It's either shells or Sam's. Shells tend to miss me. This is as far as I go, gentlemen. The harbor's still too hot. Good luck out there. You are. Damn, I wish I had one of those suits now. Corbin, get the engine on board. I want this VTOL out of here now. Da geht das auch schon los. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Aber ich möchte ja nicht niveaulos sein. Aber ihr habt doch ein bisschen Zigar-Ammo, was ich gerne mitnehmen würde. Okay, dankeschön. Auf geht's. Auf zum General. Ja, hat der recht, ne? Treffen nicht so gut wie die lasergedeckten Tiergeschosse. Das hat gerade gesagt, die sogenannten Sams. Aber hier scheinbar ganz schön gut ordentlichen Artilleriefeuer ausgesetzt sind. Ja, wie war gut. Einmal ein Nanosuit, ne? Den Kollege da. Ich hab ja gerade erwähnt. Schön. Also nicht zum Spaß hier, ne? Ist ja kein Urlaub auf den Inseln. Hey, kannst du mir nicht helfen? Hold the bridge, ey. Sau. Du bist doch hier nicht zum irgendwo auf der Brücke sitzen. Und dir einen runter sollen hier. Mensch. Ah! Ziemlich hilfreich, ich hätte das fast vergessen, aber naja. Lass mal schauen, hier, was haben wir denn? Wir müssen da hin, wir müssen da hin. Aber rechts zuerst, oder? Ja, guck mal, was haben war gar nicht geplant. Egal. Ich hätte gerne einen Raketenwerfer, Freunde. Aber wir werden in der letzten Episode unseren letzten Verbrat gegen die Helikopter und es hat nichts gebracht. Naja, also. So, dann wollen wir mal, ne? Wir müssen ja schnell die A ausschalten. Die Frage ist, wie kommen wir dort am besten hin? Au. Warte mal, wo ist die? Da rechts, ach du Scheiße. Ah! Ja, ich hab fast ich irgendwo runterfalle gestorben. Ach du Scheiße. Das
kommt noch, ne? Wo Soldat in Nanosuit gestorben, weil er vom Baum gefallen ist. Oh je, yeah, ich sehe vor lauter Gebüsch die Bäume nicht mehr. Ne, vor lauter Wald. Vor lauter Wald die Bäume nicht mehr, genau. Naja, auf jeden Fall. Da oben stehen unsere Mates. Sieht man das noch? Nö. Außer der Render Distance. Egal. Was wichtig ist, ist, dass wir uns zu der Edel rechts bewegen. Um das Ganze zu erleichtern, sehe ich gerade da ein Boot, was wir mal eben leer machen werden. Freuen uns bestimmt, da müssen wir nicht so hart arbeiten. Oh, aua. Wenn ich halt schießen könnte. Ja, doch. So, hinten haben wir noch mehr Kundschaft. Bitte sterben, Bennett. Dankeschön. Du auch noch? Du willst es doch auch. Ach, das ist aber nett, dass du dich aufsetzt. Jetzt haben sie gemerkt. Dann werden wir uns mal schnell hier wegbewegen. Ja, auf zu stöhnen. Ist nicht so tief gefallen. Gucken, dass wir so viel wie möglich von hier erledigen können. Sieht ja momentan allerdings nicht so aus, als wäre da noch viel möglich. Ist auch egal. Wir müssen jetzt wieder... Die Minen sind gemein, glaube ich. Mal gucken, ob man da auch kann. Mach das doch nicht weg. Ah, siehst du, es ist doch viel... Was? Okay, wir müssen uns also dort rüber bewegen, um den Sniper, der hier hinter uns rechts über uns sich befindet, zu erschießen. Mal gucken, ob man hier irgendwo stehen kann, ohne so eine Mine mitzunehmen. Haben die nicht hier irgendwo netterweise... Kann man sich eigentlich ganz so stellen? Ja, ah, nicht ganz, man kann sich nicht hinstellen. Okay. Na, hoch hier. Schau nicht so an. Du bist der Soldat. Tricksprung hier ausgepackt. Jetzt wird es allerdings eng, merke ich gerade. Meine Energie. Nicht so wichtig. Könntest du erstmal ins Gras setzen hier, ne? So. Energie recyceln. Von da oben, ja, ein super View gehabt. Ne? Nächsten Playthrough, glaube ich, da oben, ja. Aber... Wir sind jetzt auch angekommen. Noch einer? Ich hatte noch irgendwas. Problem ist, glaube ich, ich muss die kaputt schießen mit irgendwas. Aber netterweise liegen ja hier Fässer rum. Ich weiß es nicht, ob das hilft. Na, so richtig helfen tut das nicht, ne? Hm. Das ist ungünstig. Dann muss ich nämlich gleich hier nochmal hinlaufen. Leider. Sei denn, ihr habt da hinten irgendwie was liegen. Das wäre nett. Weiß nicht, Raketenwerfer oder sowas. Mehr will ich doch gar nicht haben. Was haben wir hier? Ne, alles nix, ey. Alles nix. Gucken, ob das hier mitgeht.
müssen wir wohl erst hier da oben machen. Oh je. Schießt ins Leere, Freundchen. Hier ist irgendwas. Komm, ihr habt doch bestimmt hier mal ein bisschen was rumliegen an Munition, oder? Kann nicht sein, Freunde. Ja, ernst? Na gut. Ich glaube, das war vom Spiel nicht so gedacht, dass man zuerst zu der Ecke geht. Machen wir halt erst die hier. Ist auch nicht so schlimm. Ah, das ist schön, dann erwarten die uns zumindest nicht von dieser Seite. Leg dich hin für den Sniper. Sehr hilfreich. Wenn man es erstmal hinlegt, wird man auch meistens nicht abgeschossen. Na komm. Na komm. Dankeschön. Headshot wäre aber auch nett jetzt immer, danke. Marke Headshot zählt aber auch. So. Jetzt, Ufe passt. Die Frage ist jetzt, wie funktioniert denn das mit dem C4? In dem Spiel, das ist ja in dem Spiel anders mit dem C4, wie das funktioniert. Gucken wir mal. Das reicht. Jetzt ist die Frage, wie zündet man die? Ach so. Oh, das war nett. So. Jetzt schauen wir doch mal, was die Reichweite von dem Ding ist. Das ist ja geschickt gemacht, ne? Schild für den Sniper, genau. Mit so Sniper zählt auch noch, oder? Ah, wunderbar hast du das gemacht. So. In der nächsten Episode werden wir uns zu der anderen AA dort hinten noch ein zweites Mal hinbegeben. Und die eben schnell zerstören. Stay on mission, Nomad. You gotta clear those artillery units before we can send in airstrikes. Bis dahin. Aus diesem wunderschönen Inselparadies hier. Bis dann, schönen Tag noch.